guck noch mal schön nach hinten. Geil, geil, geil. Wie du mein Gesicht nimmst in der Show. Ekelhaft. Ekelhaft. Aber die Maike, die zerlegt den Markus ja komplett. Du bist die größte Nutte in Köln. Ach du meine Güte. Ja, aber die ist eine Frau und das ist ein anderes. Gut, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist. Gut, passt. Ich vertraue dir nicht. Komplett ehrlich. Ein paar Mal angelogen. Ja, komplett ehrlich. Schon wieder sehen könnte ich kotzen einfach. Nach 14 Tagen Dauerbesoffenheit. Nach so einer langen Zeit. Ich freue mich auch. Zu einer der Huren ziehen. So, sollte ich draußen drehen? Nein, es ist viel zu warm. Geh mal lieber rein. Servus Leute, mit herzlich willkommen zu Folge Nummer dem Gespräch danach von Temptation Island irgendwo in Kroatien. Alle Kandidaten und einige Verführerinnen treffen heute wieder aufeinander und es wird nochmal über die Zeit bei Temptation Island gesprochen und es wird natürlich geklärt, wer noch zusammen ist, wer nicht zusammen ist und was da alles abgegangen ist. Es wird krass, deswegen würde ich sagen, starten wir den Trend. Jetzt viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Ach ja, und die Folge ist unten auf TV auch verlinkt. Hat sich vielleicht auch jemand getrennt? Gab es vielleicht einen Neuanfang? All das klären wir heute bei Temptation Island. Im Gespräch danach, denn den Titel, was danach geschah, der gefällt mir irgendwie nicht. Ich mag eher im Gespräch danach. Paare, ich freue mich sehr, euch zu sehen. Wie geht's euch allen? Gut. Passt. Mega. Okay. Ja, die einen sind gut drauf, die anderen sind etwas weniger gut drauf und ein paar hat sogar einen Sicherheitsabstand. Okay. Sabine, wie ist dein aktueller Stand? Ihr seht euch, glaube ich, im Moment jetzt zum allerersten Mal wieder. Genau. Ja. Was ist das für ein Gefühl gerade? Ekelhaft. Sie ist einfach so geil, wie direkt sie antwortet. Ich hoffe ja sehr, dass sie bei ihrer Meinung geblieben ist und den Mike nicht mehr mag. Wenn ich könnte, ich würde mich woanders hinsetzen. Mike, wie ist es bei dir? Ja, ich habe genauso wenig Bock wie sie. Ja, beide haben keinen Bock, deswegen schauen wir erstmal zu Fabio und Malisa, bevor es später bei den anderen komplett ausrastet. Fabio hat halt spezielle Vorlieben, die ich halt nicht teilen kann. Wir werden zusammen nach Hause fahren. Und ich liebe dich. Naja, wenn der Partner auch im privaten Leben einen belügt und betrügt und man ihm verzeiht, dann wird das im Fernsehen genauso machen und man verzeiht ihm auch wieder wie die Malisa. Ich Was bin sagt immer ihr der voneinander Meinung, so in der Beziehung? Wenn der Sex nicht stimmt, wenn das doch, auch nicht doch, stimmt. Doch, doch, der Sex ist einfach schön. Und sich. Wirklich. Aber du hast ja einmal gesagt, es gibt gewisse Sachen, die kannst du nicht genau. Ich meine, ich verstehe das Konzept der offenen Beziehung zwar, aber sie ist ja von ihm angelogen worden, sie hat kein Vertrauen. Außerdem ist sie optisch überhaupt nicht sein Typ und um sich zu befriedigen, muss er woanders hingehen. Also, ne? Was ich gesehen habe, ist nicht ansatzweise das, was er mir beweisen wollte. Ja, also sie sagt damit, er hat die Regeln gebrochen, aber trotzdem sitzen sie jetzt zusammen hier. So, wir haben es einfach geschafft. Und wenn man einmal einen Partner gefunden hat, mit dem eigentlich alles passt, bis auf so eine Kleinigkeit einfach, dann sollte man... Man kann auch dafür kämpfen, ja. Also, ich fasse mal zusammen. Ich vertraue dir nicht, ich gefalle dir nicht, du darfst mit anderen pudern, weil ich dir nicht genug bin und dann mach mal eine Beziehung draus. Ohne Vertrauen geht's sowieso überhaupt nicht. Ich habe ihm ja damals die Beziehung so vorgeschlagen und wir haben ja unsere Regeln und... Und damit sind wir komplett ehrlich zueinander, komplett. Komplett ehrlich, aber laut den beiden sind sie ja in der Show gewesen, weil er sie ja angelogen hat. Nicht so schöne Vergangenheit haben, Fabio hat mich ein paar Mal angelogen. Ja, komplett ehrlich. Ein paar Mal angelogen, aber sonst sind sie ehrlich zueinander. So. Dass wir beide was zusammen mit einer Frau hatten, sie hat, so ist sie nicht, hat ne? was mit der, aber das war ihr Ex-Freund, sie hat was mit ihr Typ gehabt. Mein ja, aber okay, keine Ahnung. So ein Typ. Es war ihr Ex-Freund, es war irgendein Typ, ihr Ex ist eine Frau. Ich verstehe es nicht ganz, auf jeden Fall ist es eine beidseitig offene Beziehung, aber sie nutzt das nicht aus. Was ist so eure Temptation gewesen? Ihr habt eine offene Beziehung, jeder darf mit jedem alles machen. Aber wovor hast du dann Angst? Ist es dann nicht, habt ihr euch dann nicht eigentlich dieser Dass Temptation nicht gestellt? Aufbaut. Der Fabio darf ja keine Emotionen zu seinen One-Night-Stand-Ladies aufbauen, aber für die Temptation Island-Zeit war ja eine Regel da, dass er mit keinen Frauen im Bett schlafen darf. Aber er hatte drei Frauen in einer Nacht im Bett. Dort wirklich testen konnten, ob er mit dem Herzen bei mir bleibt. Ja. Jeder hat eine andere Auffassung von Beziehungen. Was die Lola eigentlich damit sagen will, ich verstehe nicht, wie die Beziehung läuft, aber gut, es ist ja euer Problem. Ciao, ciao, ich mache jetzt mal Urlaub. Bisschen geil, Ben. Das war ein kleines Stripshow, mein Gott, ja. Naja, es war schon ein bisschen zu too much, Fabio. Er hat in ihr deinen Schritt gefasst. Bah. Also die Malisa ist jetzt immer noch der Meinung, dass diese Stripshow einfach zu viel war, aber sie verzeiht ihm trotzdem. So, das verstehe ich nicht. Sie weiß, dass es zu viel war, aber verzeiht es trotzdem. Wenn er so weitermacht, dann kann er gleich nach Temptation Island seine Sachen bei mir zu Hause packen und zu einer der Huren ziehen, weil dann ist es für mich endgültig vorbei. Ja, und mit den ganzen Strip-Partys und den tiefen Gesprächen hat er auch weitergemacht, aber jetzt muss er nicht zu einer von den Haas ziehen, sondern kann bei ihr bleiben. Ich habe dir das auch bewiesen. Meine Art, aber ja. Ja, du hast schon übertrieben.
Bisschen, ja. Ich glaube, jeder andere Frau wäre schon gegangen. Ich würde halt einfach meinen Regeln und meinen Prinzipien treu bleiben. Und wenn der Partner diese missachtet, dann ist es halt einfach vorbei. Aber die Malisa hat gesehen, wie der Fabio das Ganze missachtet, hat ihn aber doch wieder zu sich genommen. Ich habe eine kleine Nachricht geschickt und welche so. Welche denn? Ich habe es alles gelesen auf Instagram. Alles gelesen. Sprachnachrichten, die sie ihm geschickt hat, dass sie sich in ihn verliebt hat und so alles. Das habe ich nie gesagt. Naja, aber die Wahrheit kann man hier keinem der Kandidaten glauben. Die Wahrheit ist irgendwo tief vergraben und jeder sagt seine Story so, wie er es haben möchte. Das wärst so ein dummer kleiner Hund, der dir hinterher rennt. Bist du doch, sieht man doch auf den Bildern. Halt doch mal bitte deinen Mund. Sieht man doch, wie du ihn am Arsch geklemmt hast. Die Malisa versucht jetzt den Fabio zu verteidigen, aber der Fabio hat ja genauso an Shirins Oberkörper und Po geklebt, wie sie an seinen. Ob ich denke, du hast den Test bestanden? Definitiv nicht. Denn du hast Gefühle entwickelt. Das hast du mir mehrmals gesagt. Ich hab gar keine Gefühle dafür. Ja, pass auf. Ich hab überhaupt. Malisa sagt, es gibt keine Beweise dafür, dass Fabio Gefühle entwickelt hat. Natürlich gibt es keine Beweise. Das ist ja Fabios Gedanke. Den kann man halt nicht aufnehmen und er wird halt auch nicht eine Aussage gegen sich aussprechen. Und du hast gesagt, wie gern du mich jetzt gerne küssen würdest. Aber es ging natürlich nicht, weil du sonst ein schlechtes Gewissen gehabt hättest. Du brauchst es gar nicht abstreiten. Gut. Wenn ich deinen Blick schon wieder sehe, könnte ich kotzen einfach. Ja, wie gesagt, viel. Oh, noch 10 Grad, dann ist der Backofen endlich heiß genug. Ja, wie gesagt, viele Meinungen, viele Emotionen, viel Hass ist auch dabei und dann gibt's halt einfach diese Aussagen, die insgesamt keinen Sinn ergeben. Ach, was du denkst, interessiert sowieso keinen. Ja, was du denkst, interessiert auch keinen. Das muss euch ja gegenseitig auch nicht interessieren, weil ihr euch wahrscheinlich hier nach nie wieder sehen werdet. Der Fabio darf laut Malisa die Shirin ja echt nie wieder sehen, aber vielleicht für einen kleinen One-Night-Stand, vielleicht ist es in Ordnung. Man lebt nur einmal, warum soll man so unterdrückt leben, ne? Dass sie sich von dir unterdrückt fühlt. Auch mein Empfinden ist, ich glaube, da haben wir manchmal unschöne Vorstellungen von. Wie ich persönlich finde, hat Maike genauso richtig gehandelt wie die drei Personen in dieser Show, die auch so richtig gehandelt haben. Die Malisa, ja, die ist halt zurückgegangen zum Fabio. Hast du sie wieder blockiert? Seid ihr getrennt? Seid ihr, was ist der Stand? Maike, antworte. Ja, erzähl. Erzähl. Unterm Strich hat sich nicht wirklich viel verändert. Genau. Genau, ja, ich habe sie immer manipuliert, unterdrückt und das gefällt ihr nicht, aber ihr muss es gefallen, sie ist die Frau, sie muss man unterdrücken. Ja, gut, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist. Warum guckst du nicht mich an, warum guckst du nach hinten? Ja, du hast sie zu angeschaut. Wem musst du denn jetzt gucken? Zu wem musst du denn jetzt gucken? Dann guck noch mal schön nach hinten. Wie du mein Gesicht nimmst in der Show. Geil, geil, geil. So sollten alle Frauen hier in der Show und sonst auch einfach ihre Meinung durchsetzen und ihre Meinung aussprechen, denn sein Verhalten ist halt einfach echt nicht in Ordnung gewesen. Ekelhaft. Das ist mir heute erst bewusst geworden. Mir war es erst bewusst, als die anderen mir das gesagt haben. Ja, okay. Ja, das beim Lagerfeuer, die Szenen, die waren schon ziemlich krass, wie aggressiv er mit ihr geredet hat und wie er sie halt auch mit der Hand zurechtgewiesen und geschubst hat. Den Treuetest von Temptation Island hast du 1+ bestanden. Ja, das ist doch super. Den Treuetest hat er bestanden, aber gut, dass sie gemerkt hat, dass er nicht gut für sie ist. Nein. Nein. Deine Auffassung? Nein. Natürlich. Warum klatscht ihr? Weil er richtiger Narzisst ist. In der Staffel waren wirklich Frauen dabei, die ihre Meinung durchsetzen, die ihre Meinung überhaupt äußern. Gut, außer die Malisa, aber die anderen drei, die haben das echt gut gemacht. Nach 2,5 Jahren Beziehung, du kennst alle meine Freunde und es sind viele und du kennst meine ganze Familie. Ja, und sie durfte nur einen Freund von ihm aus der Schweiz kennenlernen. Aber hey, Markus hat Temptation Island bestanden. Ding! Ja, vor Kameras. Und ohne Kameras? Kannst du es auch? Du bist die größte Nutte in Köln, willst du mich gerade verarschen? Ist so. Ich meine, gut, die Beleidigung, die war ein bisschen zu viel, aber die Maike, die zerlegt den Markus ja komplett. Da bleibt ja nichts mehr übrig von ihm da auf der Show. Ich glaube, es ist besser, euch diskutiert. Genau, diskutiert das irgendwann mal für euch, nicht, dass es noch komplett eskaliert. Schauen wir lieber zu Yasin und Alicia. Ich brauche ein paar Bad Bitches hier. Jawohl! Yasin, Yasin! Ja, also mit der Aussicht zu drehen, ist halt auch nicht ganz so schäbig, ne? Der Yasin, der kleine Partyboy, für ihn mussten alle Alkoholreserven Kroatiens ausgebuddelt werden. Ja. Wie geil ist es, wenn man tagsüber komplett dicht ist? So geil! Also ich wusste schon, Alkohol und so brenzlig, aber dass es so ist? Ja, wir wissen ja, bei großen Mengen Alkohol, da nimmt das Denkvermögen deutlich ab und dann passieren halt solche Sachen und es gibt einen kompletten Absturz. Ich bin voll am Start. Mit jedem, das wird so richtig lang. Träum weiter. Wir können ja auch einen Dreier machen. So. Yasin als Single bei einer Party ist sicher mega geil. Er ist halt so der Typ, der Stimmung macht. Und dann stört es auch keinen, wenn er mal wieder eine Flasche zu viel hatte. Die ganze krasse Beziehung, die so krass ist. Weißt du was, ich meine, alles andere stimmt zu 100%. Und diese 1% hat er so verschissen. Alicia und Malisa, die haben ja beide eine super tolle Beziehung, bis auf den einen Punkt, der sie stört. Nur, dass die Alicia halt stark genug ist, die Beziehung dann zu beenden, weil der Punkt halt ziemlich gravierend ist. Und die Malisa dem Fabio trotzdem verziehen hat.
kann nicht beim letzten Lagerfeuer sitzen, ich habe mich in eine neue verliebt, das kann ich nicht sagen. Jetzt im Nachhinein hat es eigentlich doch der Mike gemacht, der hat sich in die Gina verliebt, aber dazu kommen wir später. Ja, danach hat er mir natürlich versucht, alles zu erklären. Für mich ist einfach so viel passiert, ich kann es, also ich meine, wenn ich jetzt wieder sehe, es ist einfach, es ist einfach so, was sie damit sagen möchte, sie ist nicht so hart abhängig vom Yasin und ist deswegen auch nicht wieder angegriffen gekommen. Aber hast du ihm eine zweite Chance gegeben? Also seid ihr jetzt irgendwie nochmal, habt ihr nochmal versucht zusammenzukommen oder wie ist der Stand? Nee, das kann ich verstehen, weil vor der Show, da ist ja schon mal was passiert. Also die Show war schon die zweite Chance und wenn jemand zwei Chancen nicht nutzt, ja, dann wird das auch ein drittes Mal versemmeln. Meckerst drum, dass sie oben ohne kurz in den Pool reinspringt, wo man nichts gesehen hat, weil die einem Spiel gespielt hat. Ja, aber die ist eine Frau und das ist ein Mann, das zu erwarten. Ach du meine Güte, diese Aussage von Mike. Ist klar, die Maike darf nicht ihre Brust zuhalten und so ins Wasser springen, aber er selber darf immer im Interviewbereich ohne T-Shirt sitzen und seine Glocken hängen lassen. Wow! Dann springt er als vergebener Mann, weil er sehr liebt. Es, ja, sorry. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass der Mike nicht mal so viel nachdenkt wie ein Erstklässler. Aber gut, was sollen wir tun? Der, bist du dumm im Kopf, Alter? Nackt im Pool springen, zu der einen sagen, das geht nicht und bla bla bla. Ey, wenn ich dicht bin, es tut mir leid, fuck, dann zieht's mir einen Stecker. Die meisten Jungs hier wissen ja, was sie falsch gemacht haben, aber trotzdem machen sie es nächstes Mal wieder so, weil sie halt einfach ein bisschen was zu viel trinken und dann schon wieder sowas passiert, was ihre Frauen nicht glücklich macht. Danach ging es aber weiter mit uns. Das weiß er ganz genau. Und ja. Und ja, Yasin weiß es ganz genau. Es gibt zwar kleine Unstimmigkeiten, aber auf jeden Fall ist er mit der Chrissy auch nicht zusammen. Hatten wir auch was miteinander? Match halt nicht, passt nicht. Und mitten im Gespräch greift dann die Moderatorin wieder ein. Ja. So, okay, also, ich glaube, wir haben hier alles geklärt. Chrissy, danke für deine Ehrlichkeit, danke, dass du da warst. Genau, so mitten im Streit, jo, wir haben alles geklärt. Ciao, wir schauen jetzt noch zum letzten Paar, denn dann will ich essen und raus in die Sonne. Sabine und Mike hatten viele Pläne, aber dann kam leider alles anders. Ja, denn dann kam die Gina Pampina, die Lady, dazwischen. Ich versuche mein Bestes, nichts zu machen, auf jeden Fall. Aber ich kann halt nichts versprechen. Ja, und wie wir wissen, ist es am Ende genauso passiert, denn seine Gurke war größer als seine Vernunft. Die mit dem roten Kleid. Hi, ich bin Gina. Mike, hi. Ich freue mich auf eine geile Zeit. Ich auch. Das war das erste Kennenlernen und nach 14 Tagen Dauerbesoffenheit und einem... Nein! Nach diesen 14 Tagen kam Mike ja dann zu diesem Entschluss. Man kann nichts gegen seine Gefühle machen. Sag ihm einfach, was du fühlst. Die Gefühle sind echt. Und auch er ist natürlich im Nachhinein schlauer und weiß auch, welche Fehler er eigentlich gemacht hat. Sabine hat das gesehen. Die hat gesehen, was für ein Arsch ich war, was für Scheiße ich gebaut habe. Aber ich kann es nicht ändern. Er kann es nicht ändern und zum Glück ist die Sabine auch eine starke Frau und geht nicht wieder zurück zu ihm, sondern hat was anderes aus ihrem Leben gemacht. Wenn die sich gefunden haben und die sind die Menschen füreinander, werdet glücklich, fertig. Die Sabine hat auf jeden Fall den gesündesten Menschenverstand von allen hier und sie ist jetzt auch glücklich im Endeffekt aus der Show rausgegangen. Weil ich muss sagen, ich habe nach der ganzen Show, nach allem, habe ich meine Menschen gefunden. Echt? Och Gott. Ich meine, ich will die gute Stimmung jetzt hier nicht verderben. Sie hat jetzt seit ein paar Monaten einen neuen Typen. Und ich würde mich nicht zu schnell festlegen, ob diese Person wirklich dieser perfekte Mensch ist. Weil bei Mike war das Gefühl ja wohl auch falsch. Hallo zusammen. Mir geht's gut. Freut mich auch, alle anderen wiederzusehen. Einige von euch haben mich gefragt, ob die Gina einen sehr kurzen Hals hat. Nein, aber sie sitzt oft sehr gekrümmt da und von vorne schaut es dann halt so aus, als wäre ihr Hals sehr kurz. Also wir haben uns danach auch getroffen sofort. Wir mussten auf jeden Fall noch das weiterführen, was da halt noch offen war. Was da noch offen war? Ich meine, in der Show haben sie sich nur nicht geküsst und miteinander GV gehabt, also haben sie das wohl noch nachholen müssen. Nahezu perfekt und ihr habt euch jetzt gerade nicht geküsst, dementsprechend. Single bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich denke dasselbe. Ja, aber da wird doch in Zukunft noch mehr gehen. Ich meine, die Gefühle, die waren ja angeblich sehr echt, oder? Wir haben uns jetzt länger nicht gesehen. Ja, extrem. Deswegen, ich hatte private Probleme und... Ein Tipp, wenn ihr mal im Fernsehen sein wollt, aber keinen Bock darauf habt, dann habt ihr einfach private Probleme und dann wird nicht mehr gefragt. Das konnte ich halt nicht, weil ich halt... Erstens Corona, ne? Und dann, er war halt... Genau, erstens Coco und dann zweitens, er hat vielleicht keinen Bock gehabt. Ich freue mich, sie endlich mal wiederzusehen. Nach so einer langen Zeit. Ich freue mich auch. Ach ja, diese beiden Turtelentchen. Macht, werde glücklich. Aber großen Respekt an dich. Wirklich. Das zeigt ganz viel Stärke. Oh ja.
Oh yes, die Sabina, die hat auf jeden Fall am meisten gewonnen, ist am besten aus der Show rausgekommen. Und ich bin ja gespannt, wie lange es noch bei Fabio und Malisa so harmonieren wird. Vielen, vielen Dank. Ihr habt die Staffel unvergesslich gemacht. Oh yes, vielen Dank natürlich an die Kandidaten für diese geile Staffel und vielen Dank an euch für die Kommentare, für den Support, für die Likes, für die Nachrichten. Ich bin echt überwältigt gewesen, wie gut die Staffel angekommen ist. Mich freut es natürlich, wenn ihr mich weiterhin unterstützt und bald auch bei der nächsten Staffel einschaltet. Deswegen abonniert ihr gerne hier oben meinen Kanal, um keine Folgen mehr zu verpassen. Hier oben und unten werde ich euch noch zwei andere Staffeln, die ich jetzt gerade kommentiere, verlinken. Und ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mein Essen aus dem Backofen holen und mit dem Jonas draußen essen. Viel Spaß beim Anschauen von anderen Folgen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und ciao, ciao. Guck mal, schaut doch gut aus, oder?